Herzlich willkommen bei Star Trek Online. Wir sind hier gerade kurz davor, auf dem Planeten herunter zu beamen. Wir hatten in der letzten Folge eine ziemliche Pleiten-Serie, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich stehe zu meinen Fehlern und zu meinen Pannen. Werdet ihr trotzdem sehen oder schon gesehen haben, wenn ihr das seht. Und jetzt beamen wir auf den Planeten und machen eine Bodenmission. Das bewährte, weil einzige Außenteam. Aber immerhin jetzt ein Level Up. Wir haben also mehr Optionen. Wir können zum Beispiel einen Medizingenerator aufstellen. Arifet anders. Das ist was Technisches hier. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. So, stelle medizinischen Alkohol daher. Und solange wir in dem Einflussbereich von dem Ding hier sind, so, kriegen wir halt Heilung ab, ne? Tolle Sache eigentlich, ne? Was kann sie denn noch? Ein Geschützturm aufstellen, Minen aufstellen. Melaya hat auch was Neues dazu gelernt. Country Quarters Gens 2, das. Was macht er gleich wieder? Wirkt sich auf Gegner aus. Alle Schäden für was? Minus 50 Tarnungsstärke. Ja, sie wird es automatisch anwenden, wenn die Zeit gekommen ist. Medizinischer Tricorder 2 haben wir gemacht. Es ist ein Heilzauber, sagt man da in anderen MMOs dazu. Tachyon Welle 1, der zerstört Kraftfelder. Und das andere sind halt Angriffsskills, Tarnmodul. Ich bin gespannt, ob Kalusse den ausnutzen wird. Ausfallschritt ist auch ein Angriffsskill. Also sowas wie Anstürmen in anderen Spielen. Dann Gefechtsstrategie 3. Entfernt alle taktischen Debuffs. Und was haben wir hier? Zielobjekt, das ist auch ein Schadensskill. Dann Photonengranate und ja, Amagoni hat jetzt seine Sachen hier. Ich stelle jetzt mal, damit es nicht wieder so eine Katastrophe wird wie im letzten Video, gucke ich mir mal an, was ich hier alles zur Auswahl habe. Okay, ich kann Triple streicheln, der bufft dann. Was bufft denn der eigentlich? Aha. Da sieht man das physische Schaden. Gut. Ja, das ist irgendwie das da. Mentale Disziplin. Das ist doch mentale Disziplin, oder? Ja. Dann sicher gehen, dass wir nichts übersehen haben. Jo, schauen wir uns mal die Optionen an. Wir können erste Hilfe leisten. Dann, was ist das hier? Lockfute. Da, das ist ja, da kann ich mich selber zum Ziel machen und eventuell von meinen anderen Leuten ablenken. Der kommt immer dahin, der ist meiner Meinung nach wichtig. Dann Zieloptik, den tue ich auch damit drauf. Angriff und Wahrnehmungsbonus. Das mache ich jetzt einfach mal, weil ich es kann. Süß irgendwie. Okay, lassen wir das. Albern wir nicht weiter rum. Wir wechseln. Wir werden mit Schusswaffen wechseln. Die ist auch, glaube ich, selber gebaut. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe welche selber gebaut. Gut, Waffe ziehen. Und? Es leckt da ein bisschen, das liegt wahrscheinlich wieder an dem Wasser da drüben. Also so, ja, jetzt geht's wieder. Sobald das Wasser nicht mehr zu sehen ist, passt alles. Mal kurz auf das I zugehen hier. Schicke Bude, würde dir gefallen, will auch so ein Haus haben. Oh, dann könnten wir eigentlich auch sprinten. Du bist Leutnant-Admiral Perez, die Tochter, ne? Edmund Perez, allerdings ja.
Ich möchte Sie etwas Persönliches fragen, und zwar zwecks der Story, weil es zur Geschichte gehört. Wir haben gerade keine Zeit, sobald wir diese Bombe entschärft haben, beantworten wir Ihre Frage. Okay, zurück. Gut, ist irgendwie auch logisch. Wie ist die Lage, Leutnant? Commander, Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Eine Gruppe von klingonischen Agenten versucht, die Friedenskonferenz zu sabotieren. Sie legen überall auf dem Gelände Sprengladungen aus und werden in Griffen des Orion-Syndikats bedeckt. Hier auf Regulus 4 sind Sicherheitskräfte der Föderation vorhanden, aber sie sind zahlen- und bombentechnisch unterlegen. Wir müssen die Botschaft in Sicherheit bringen. Wir könnten die Diplomaten nicht aus der Botschaft retten, ehe das Gebiet sicher ist. Wir müssen die Klingonen auf altmodische Sprengsätze deaktivieren und dann gelangen wir zur Botschaft. Also Aufgabe klar, Bomben deaktivieren und ballern auf alles, was klingonisch wirkt oder aus der Klingon. Das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Das muss ich mir in der Videoaufnahme vielleicht nochmal zu Gemüte ziehen, wenn ich das Video rendere. Aha, das ist ein Phaserstrahl von Adibet, Level 1. Moment, erstmal die da. Haltet durch, die Rettung naht. Und... auf jeden Fall haut die Waffe ordentlich rein, das ist gut. Vielleicht mal. Gut. Moment, da ist doch irgendwas so Rotes zu sehen. Was ist denn das? Waren das noch letzte Zuckungen oder was? Jetzt ist es weg auf dem Minimap. Da hinten, der wird angeschossen. Ist klar, dass ich da nicht mehr im Battle drum halber. Hier geht's um Leben und Tod. Und? Ich mach mich mal zum Lochvogel, ich habe schließlich die beste Rüstung. An. Genau deswegen habe ich nämlich immer die beste Rüstung an. Und? Und wer ist denn das? Ist das Perus hier? Nö, Lightning, sondern Perus. Und? Ich muss mal ganz kurz checken, ich habe gar... was habe ich denn da drin? Lockfummel und... Ausfallschritt. Und wo ist der Ausfallschritt? Ist der das da? Ah ja, okay, Spezialangriff. Da muss man wohl ein gewisses Ziel anvisiert haben, bis der funktioniert. Und da haben wir auch schon die erste Sprengladung. Schneide... oh je, wieder ein Minispielchen. Grün... und rot. So, das wäre gelungen. Also, man muss da tackig vor sich gehen, damit zögerlich und schon gar nicht ängstlich sein. Aber ich glaube, die fliegt einem schon nicht um die Ohren. Also, man versucht es halt so, bis passt. Ich habe das schon einmal gemacht, deswegen weiß ich noch, wie es geht. Beim ersten Mal habe ich mich da etwas dämlicher angestellt. Und? Das heißt, habe ich mal den Ausfallschritt testen können. Gut gemacht mit der Perez. Könnte ich in meinem Team brauchen. Gegenstand nehmen. Was gibt's denn Leckeres? Ein kleines Hypo-Spray. Und jetzt wird sich zeigen, ob ich es wirklich kapiert habe. Also hier steht grün und orange. Zack, zack. Grün und orange. Welche? So. Moment, da ist irgendwas Rotes. Das muss weg. Und... zwei. Achso, das funktioniert nicht so. Ich weiß nicht, was das mit C bedeutet, aber... gut. Und? Minimap checken, da droben ist noch irgendwas, wie komme ich da hin? Da muss ich wohl ein bisschen mit der Kirche ums Dorf laufen. Obwohl, ja doch, funktioniert auch so. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich solche Steigungen zu Fuß gehen darf.
Und Gangster. Ausfallschild. Und zack. Bin ich jetzt hingefallen oder ist das die normale Animation vom Ausfallschild? Gegenstände nehmen. Schildladung und was noch? Da war doch noch, also da bin ich jetzt entlang. Nein, da bin ich dran. Schildladung und? Große Schildladung. Gut. Die nächsten roten Punkte sind da hinten. So, ein bisschen Dauerlaufen. Das Gewehr gefällt mir nicht. Ich hätte gerne ein Scharfschützengewehr, das mit einer guten Zielvorrichtung und so weiter. Ich glaube, da werde ich mir selber mal ins Basteln, sobald ich mal wieder den Rohstoff getragen habe. Für das Gewehr spricht allerdings dieser Streuschuss richtig eingesetzt. Ist ja durchaus ein Segen. So, Auszeichnung erhalten, Kriegsgeist. Wenn hier nur dabei stehen würde, wofür? Würde mich manchmal schon interessieren. Gegenstand nehmen. Müssen wir doch mal sagen, dass ich von hier aus ein Draht abschneiden könnte, oder? Nee, das machen wir schon so. Dann, grün, orange, rot und grün, orange, rot. Blödsinn, jetzt fliegt mir. Hallo, stopp. Grün, orange, rot. Grün, orange, rot. Grün, orange, rot. Das ist doch richtig. Grün, orange, rot. Oder klicke ich zu schnell? Grün, orange, rot. Ah, da war ich zu langsam. Grün, orange, rot. Hallo, das ist richtig. Grün, orange, rot. Nicht nachlassen, irgendwann klappt es schon. Grün, orange, rot. Okay, langsamer klicken. Grün, orange, rot. Das ist richtig, da steht's doch. Grün, orange, rot. Grün, orange, rot. Gut. Boah. Das ist. Hallo. Grün, rot. Bomben entschärfen. Dann eben so. Also das Minispiel neu starten. Irgendwas war da jetzt. Ich weiß nicht, an mir lag's, glaube ich nicht. Ich meine, steht ja im Klartext da, welcher man durchschneiden soll. Und zwischendurch war ja auch mal Bombe entschärfen zu sehen. Ich habe nur nicht schnell genug drauf geklickt. Geht nämlich durchaus ein bisschen auf Zeit. Und. Hallo? Moment, aus dem Schnitt. Quatsch. Jo. Danke für die Heilung, Velaya. Bist halt noch ein Schatz, meine Beste. Gegenstand nehmen. Fertigkeitskit und Suchdrohne. Was? Das muss ich mir mal angucken. Das klingt ja lustig. Was macht denn das Commander für? Für was für. Ist es Techniker oder was steht? Das müsste doch eigentlich dabei stehen. Ein Hörnchen. Lustig. Gewöhnlicher Commander. Kann ich nicht einsetzen. Da oben ganz rot. Ich nehme an, dass das ein Techniker-Modul ist. Ist also für mich nicht verwendbar. Und auch sonst für niemanden, weil nur ich sowas verwenden kann. Und was haben wir hier? Wetterkontrollsystem. Okay. Das ist irgendwas, wo wir mal die Quest mitstarten können. Dann.
Wird die stapelt nur mit welchen, die auch 20 kosten. Und nicht mit denen, die nichts kosten. Mit denen hier stapeln die. So, dann schleppe ich das Zeug nicht rum. Was ist das? Kleine Energiezelle verbraucht bei Nutzung. Ja, du kannst da auch machen. Und das Hörnchen ist. Nein. Ich will das jetzt essen. Geht nicht. Na, dann halt nicht. Gut, dann schneidet Draht. Nur das Orange, das war's schon. Hoppla. Und zack ich. Das war jetzt, kam jetzt überraschend. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da was kommt. Schneidet Draht. Rot. Und Bombe entschärfen. Mit Leutnant Perish sprechen. Ich bin bereit, Ihnen zu helfen. Was ist ein Kubamag? Ein alter klingonischer Religion 6 besagt, dass der Kubamag oder Erlöser das klingonische Reich zu Ruhm und Ehren führen wird. Über ihn gibt es jede Menge Prophezeiungen. Einige besagen, dass die Klingonen ihn oder sie bereits vor der Geburt der Kubamag spüren würden. Andere besagen, dass sie jede Krankheit trotzen kann. Das ist ein Tippfehler, eindeutig. Wie kommen Sie denn wieder darauf, dass Sie es gewesen sind? Bevor ich geboren wurde, traf die Voyager auf klingonische Wanderer, die den Kubamag suchten. Sie lagen im Sterben und der Doktor verwendete mein genetisches Material, um sie zu retten. Für einige Klingonen bedeutete dies, dass ich der Erlöser sei, den sie suchten. Wow, was wollen Sie in das klingonische Reich zu Ruhm führen? Ich will einfach nur ein guter Sternenflottenoffizier sein. Für jeden Klingon, der mich wehrt, gibt es einen weiteren, der mich töten möchte. Das macht es schwer, ein auch nur halbwegs normales Leben zu führen. Und hart sein, allerdings. Ich bin halb Klingon und halb Mensch, das habe ich nie verleugnet. Ich wollte immer nur Harmonie zwischen beiden Spezies. Wenn ich die Klingonen und die Föderation wieder vereinen könnte, dann würde ich an die Geschichten glauben. Bis dahin ist das ein Fall von Verwechslung. Stimmt es, dass Sie aus dem Delta-Quadranten stammen? Nicht ganz. Meine Eltern, Tom Paris und Pelana Torres, waren auf der USS Voyager, die 7 Jahre lang im Delta-Quadranten verschollen war. Auf der Heimreise haben wir geheiratet. Ich wurde geboren, als die Voyager die Erde erreichte. Ich sehe mich als Kind des Alpha und des Delta-Quadranten. Jo, also wer die Serie Voyager gesehen hat, der weiß, wovon hier die Rede ist. Den anderen kann ich das leider nicht auf die Schnelle erklären, sorry. Wieso hat man sie auf die Friedenskonferenz geschickt? Der Botschafter des Klingonischen Reichs, Pars, bat um meine Anwesenheit auf der Friedenskonferenz. Die Sternenflotte fand es eine gute Idee, also wurde ich übergangsweise nach Legosphäre versetzt. Ich bin kein Diplomat, ich bin der Chief der Sicherheit auf der USS Kirk. Um ehrlich zu sein, ich wäre lieber wieder auf meinem Schiff, aber meine Anwesenheit hier hilft zwischen Föderation und Klingonen eine friedliche Lösung zu finden. Dafür mache ich mich stark. Was schlagen Sie jetzt vor? Commander, mein Dekorder zeigt keine weiteren Raumladungen. Wie bieten wir an? Ich bleibe hier und helfe bei den Arbeiten. Was wollen? Kurz bevor sie sich heruntergebeamt haben, ist Captain Kirk, der Anführer der Klingonen, auf der Botschaft eingedrungen und hat das diplomatische Team der Föderation als Geisel genommen. Er wartet auf einen würdigen Gegner. Werden Sie das übernehmen, Commander Amakuni? Treten Sie die Botschaft und retten Sie die Diplomaten. So, was schreiben Sie jetzt? Gut, dann betreten wir mal die Botschaft und wie wir treten. Wir werden richtig ordentlich zutreten und zwar in den Arsch. Gibt es eigentlich Anomalien? 2. Und hoffentlich blamiere ich mich nicht wieder, so wie in der letzten Folge. Da war ich ja wirklich total durchgetappt. Mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass ich einen Migränetag hinter mir habe. Und Kiste öffnen. Interagieren. Kleine Schildflagge, kleine Energiezelle. War das eine davon? Nein? Aber gut, ja. Gehen wir ein bisschen nach Schatzsuche. Aber erstmal, warte mal, vielleicht kann ich das noch vor dem Pumpen machen? Mach auf! Merkst du auf? Smits. Und?
Dings, Feuer, meine ich. Oh, gut gemacht. Die Granate kam günstig. Das ist wieder eben so eine Xindi-Kiste, oder? Xindi-Verschlusskiste, oh, wie ich die Dinge liebe. Naja. So ein Schlüssel, um die zu öffnen, kostet 160 Cent. Und die wachsen leider nicht auf den Bäumen. Die 225 Cent, mit denen ich meinen Platz für Blitzoffiziere erweitert habe. Sag mal, hallo, würde die bitte. Wenn ich natürlich immer auf die falsche Taste drauf drücke, dann wird nichts draus. Ah, da hinten ist die Anomalie. Gut. Also, wir hätten sowieso hergemusst und die abmotzen. Und jetzt mal bitte ohne Blamage. Das letzte Mal war ja wirklich peinlich. Was das letzte Mal? Das ist gerade nur eine halbe Stunde her. Ah, danke. Ein Erfolgserlebnis. Reunion Gas. Und dann. Was? Da will ich gar nicht hin jetzt eigentlich. Kiste öffnen. Kleines Hypospray. Hallo? Es tut weh. Kann ich dir helfen? Helfen Sie dem Kommunisten? Danke, wenn ich es schaffe, ich es. Und? Offenbar war der Kolonist die Anomalie, finde ich aber in Ordnung. Dass einem der Tricorder auch zu solchen Fällen führt, den hätte ich sonst total ignoriert. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Errungenschaften. Würde mich nicht wundern, Kiste öffnen. Ob man fürs Kistenöffnen auch Errungenschaften kriegt? Immer auch nur noch zwei Schiffladungen. Vielleicht verteile ich mal ein paar unter meiner Mannschaft. Du hast keine mehr, du kriegst sogar vier. Mein Mediziner ist überlebenswichtig, keine bisher. Krieg dann die hier, die große. Ja, und außerdem das da. Ja, genau. 20. Kriegst auch du. Taktischer Offizier. Nein, will ich gar nicht. Tschüss. Wegkommen, verwerfen. Ja, möchte ich. Sonst passiert mir das noch 100 Mal und das ist nicht so witzig. Ja, ich meine, vielleicht treibt mich mal die Neugier dazu, so eine Kiste tatsächlich zu öffnen. Aber so ungefähr glaube ich zu wissen, was da drin ist. Da kann aber angeblich, das habe ich von einem anderen Let's Play so vernommen, durchaus auch ein Raumschiff drin sein. Also das ist wie eine Lotterie halt, ja. Aber trotzdem, ich muss für 160 Cent einfach zu lange arbeiten. Gut, wir haben alle Anomalie. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Vielleicht, das Spiel gefällt mir ja und für ein gutes Spiel bin ich ja durchaus bereit, auch Geld auszugeben. Das ist ganz ehrlich, ich denke, dass ich früher oder später mal echtes Geld investiere. Und dann gönne ich mir vielleicht sogar den Luxus, mal so ein paar Kisten zu öffnen. Weil, ich meine, wenn die Geld einnehmen, bleibt das Spiel erhalten. Das ist mal so, nur dann können sie es weiterhin beginnen. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich meinen Spaß mit dem Spiel. Und ja, ich spiele es absichtlich nicht zu oft, weil ich will es nicht verheizen, ganz einfach. Ich will das Spiel genießen. Betreten Sie die Botschaft. Gut. Sir, laut den Schiffscannern sind da noch vier Föderationsdiplomaten drin. Sie werden anscheinend von mehreren Klingonen bewacht. Sie sollten die Klingonenwachen in der Nähe der Diplomaten erst besiegen, bevor sie sie hochbeamen, um Transporter und Fälle zu vermeiden. Wir wollen ja nicht aus Versehen die Klingonen retten. Allerdings, ich habe aber gerade auch mal wieder Skorpion
10. So. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Dann spielen wir mal den Lochvogel, dann diesen hier und links, rechts und zackig und abwärts und laufen. Nicht sehr viel garantiert. Okay. Gott sei Dank habe ich eine fitte Crew und eine gut ausgebildete Crew, die schaffen es mit Sicherheit, aber leider. Nach Hilfe rufen? Wen soll ich denn da rufen? Okay, gut. Ich glaube, ich sollte solche Scherze lassen. Vielleicht ist es... Ja. Ich mag halt solche Gimmicks wie Battlets oder so und würde sie gerne auch einsetzen. Ui, medizinischer Generator. Wow. Es kann sein, dass der gerade eben die Situation gerettet hat. Weil da standen sie ja drin, meine Mädels. Oh Gott, schaut mal auf die Minimap. Alles rote Punkte. Ich glaube, ich streiche mal meinen Drittel. Und Knüppel aus dem Sack und feuern, was das Zeug hält. Und heute gibt's Tartenschnitzel. Ah, Kalusa verwendet die Tarnvorrichtung, das ist ja cool. Ja. Gefällt mir. Das ist wieder nix in die Kiste, ne? E-Mail Kreuzprodukt und der Wetter war gut vielleicht. Wahrscheinlich muss ich mit denen quatschen. Phaserstrahlschutzturm, eine Mine. Habe ich eigentlich gerade. Und damit reiße ich nicht viel, aber Ripet, medizinischer Generator. Der hat sich bewährt. Der kriegt jetzt auf jeden Fall mal ein paar Punkte. Gut. Was macht Gefechtsstrategie 3 eigentlich? Entfernt Debuffs und verleiht kurzzeitig einen Bonus auf alle Schäden. Außerdem besteht die Chance, einen Feind, der das Ziel angreift, zu exponieren, sofern Gefechtsstrategie auf sich selbst oder auf einen Verbündeten wirkt. Aha. Gut, und je nachdem, auf wen man es wirkt, ist es entweder ein Buff oder ein Debuff. Verstehe. Ich will da rein. Na gut, vielleicht geht es erst, wenn ich die andere Zone sauber gemacht habe. Und Attacke! Ja, okay. Das war ja wohl nix. Und tschüss. Und zu nah dran, ha? Und du. Aha, das ist der Dicke, der weiß schon, der. Ups. Und tschüss. Und dann alles rein, was liegt. Außer Gefecht gesetzt. Oh je. Eliza. Das ist, Moment, eigentlich müsste mein blauer energiedämpfender Panzer im Panzer 2 Aufgabe erfüllt. Technik ist angestiegen. Ach was, wat? Der hat gerade nichts zu tun. Kriegt gleich noch einmal. Und? Wählen. Ja, ich wähle. Wie ich wähle. Technik gemerkt EP1 dauert 5 Sekunden. Warum geht das jetzt nicht? Ist doch eigentlich alles da. Ja,
Darüber befasse ich mich später, das muss nicht jetzt während der Aufnahme sein. Hey, was ist denn das? Ist das besser als das, was ich habe? Plasma-Intensivstrahlgewehr. Hat auf jeden Fall nicht so viel. Doch, macht mehr Schaden als das, was ich habe. Meine Gnade geht mir sowieso ein bisschen auf den Keks. Mal gucken, ob die besser ist. Dann Eliza, was hast denn du für eine Nummer? 90, aktuelle 68. Oh ja, das ist ein Unterschied. Du kriegst jetzt das da. Ich nehme mal an, Calrissa hat was Besseres als das. Ja, hat sie. Ist zwar weiß, aber trotzdem besser. Und das ist der neue energiedämpfende Panzer. Belaya kriegt denn? Ja, 17,3 und noch ein paar Extras. Genau. Und Adebet kriegt dann den hier. Oh, hat sie schon. Umso besser. Dann kriegt ihr entweder Eliza oder Calrissa. Calrissa hat schon einen grünen. So, auf jeden Fall hat sich Handwerk diesbezüglich für uns gelohnt. Das war jetzt so ein Standard 2, da kann ich das alte Ding da entsorgen. Und hey, cool. Den möchte ich am liebsten Belaya geben. Genau, mein medizinischer. Offizier, genau. Ganz kurz. Ja, das ist besser. MK2, was hast du? Oh, MK1 hast du noch. Da brauche ich nicht lange überlegen. Wieso hast du noch MK1 und ich habe einen MK3 auf Halde liegen? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. So. Und was ist das? Physische Augmentationsdings. Ja, das waren Missionen, das Experiment. Aber Calrissa kriegt jetzt einen Schildgenerator. Das Ding da runter. Und noch einmal. Das ist irgendwie so ein Schraubenschlüssel. Gut, dann sind wir wieder einigermaßen abgedatet. Ja, also wie ihr seht, wenn man Glück hat, kommt bei Handwerk was Besseres raus. Allerdings mache ich momentan nur MK2 Sachen. Waffen habe ich schon MK4 gemacht. Moment, ich zeige euch das mal ganz kurz. Velayas Waffen hier, die hier sind nämlich selber gemacht. Du Phaser, du Altpersol MK4, das war gar nicht so einfach. Da hatte ich mehrere Versuche gebraucht und man braucht dafür solche Sachen hier. Tritanium, das wächst leider nicht auf Bäumen. Für eine solche Waffe brauche ich insgesamt 6 Stück für die Zubehörteile. Und deswegen, nur wenn man genug Tritanium hat, kann man. Ich könnte euch das eigentlich mal kurz vorführen. Den Luxus gönnen wir uns jetzt auch, wenn die Folge eigentlich schon rum ist. Das sind Bodenwaffen. Und hier seht ihr diese Waffen hier. Und das hier ist eine solche Bodenwaffe. Also Zwillingskanonen. Und wenn ich hier auf MK4 gehe, dann zeigt er mir, was ich dafür brauche. Ne? Und wenn ich da draufklicke, dann könnte ich das theoretisch herstellen, wenn ich einen passenden Dienstoffizier hätte. Und dann stelle ich erst einmal die Zubehörteile her und dann die Knarre selbst. Aber das werde ich euch vielleicht, wenn ich mal genügend Rohstoffe habe, nochmal genauer zeigen. Du beamst hoch. Zum Glück waren sie hier auf Patrouille, ja. Gern geschehen, ja. Und sie verpisst sich. Trionium Gas scannen. Minispiel bitte nicht wieder verkacken. Das ist auf Dauer. Ist auf Dauer peinlich, wenn man dieses Minispiel verkackt. Und das zweimal hintereinander, so wie in der letzten Folge. Da gehört schon was dazu. Da habe ich mich mit Weißwurf nicht mit Ruhm bekleckert. So, was ist das überhaupt, ein Kubermark? Ja, verpisst sich, bevor ich ihm antworten kann. Was sind denn das für Manieren? So, was will Diplomat sein? Schließfach öffnen. Mittleres Speck, große Schildladung. Die verteilen wir doch gleich. Die große Schildladung. Adepec hat wahrscheinlich keine. Sollte sie aber. Die kriegt auch mit dieses mittlere Spray gleich. Schließfach öffnen. Also ich denke, es sind nur noch ein paar Minuten, deswegen fange ich nämlich auch keine neue Folge mehr an. Dann wird die halt 40 Minuten lang. Ich bemühe mich,
Ich meine gerade nicht aggro, deswegen habe ich nicht so krass geschlagen. Aber da hätte ich vielleicht, meine Güte, jetzt müssen meine Mädels mir schon wieder den Hintern retten. So oft wie in der und in der letzten Folge war ich ja noch nie außer Gefecht in dem Spiel. Kann es sein, dass der mit dem heutigen Patch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen angehoben hat? Ich fände es ja nicht schlecht, ich bin ja gar nicht groß bei sowas. Okay, meine Mädels haben ganz schön Prügel gekriegt. Und der große Held, der große Captain lag mal wieder am Boden. Es ist zum Heulen, es ist so peinlich. Tanzt ihr ruhig. Die lachen mich wohl an, bestimmt aus. Und der medizinische Generator wieder. Es war wirklich richtig, den zu scalen. Jetzt möchte ich aber gerne mal einen Kampf bis zum Schluss. Ja, ich stehe noch ein Wunder, dass ich das noch erleben darf. Und also zumindest komme ich momentan mit der Kamerasteuerung besser zurecht. Das ist wieder der dicke Gott. Ich möchte den Kampf nicht wieder am Boden bis zum Ende anschauen müssen. War gut. Der hat irgendein blau-blau Überraschung für mich, da bin ich mal neugierig. Phaser-Betäubungspistole, was kann denn das Teil? Und MK5. 87 Exponierungsangriff. Also wenn, dann wäre das was für Belaya, ne? Also wäre schade um meine Zwillingswummen. Gut, die kriegt dann halt jemand anders, aber Belaya? Es spielt zwar nicht wirklich eine Rolle, aber ich gehe davon aus, weil sie in einer Hand immer einen Tricorder hat, dass er in der anderen nur eine Einhandwaffe tragen sollte. Faktisch ist es wahrscheinlich wurscht. Dann kriegst du jetzt diese Zwillingswummen und dieses merkwürdige Dings da, das hat sich dann erübrigt, also dann kriegst du eine Schildladung. Was ist das hier gleich wieder? Eins mit Wert 20, das muss ich wieder stapeln. Du kannst eins brauchen, ne? Jo, Mama. Gut. Dann Beute wieder verteilt. Und wo sind sie denn, die Feiglinge? Da sitzen sie und verstecken sich hinter ihren weißen Anzügen. Das klingt gute Botschaft. Der versucht noch zu helfen. Als er überwältigt wurde, pumpte er sich zurück auf sein Schiff. Captain, die Sensoren zeigen mehrere Klingonschiffe in der Nähe. Es könnten noch weitere bedannte Schiffe in der Nähe geben. Es könnte eine komplette Invasionsflotte sein, Sir. Die Transporter sind bereits und warten auf Ihren Befehl. Und, oh Gott, es gibt noch einen Raumkampf, das wird noch eine Folge. Trotzdem, schauen wir, machen wir hier erstmal Duranium-Erz, Rohstoffe. Ich habe euch ja erklärt, wir brauchen das fürs Handwerk. Und habe euch ja gezeigt, was für tolle Sachen manchmal rauskommen, wenn man Glück hat. Keine Anomalien mehr. Gut, ich nehme an, wenn ich buche, beginnt die nächste Rahmenschlacht. Es kann sein, dass das nur ein paar Minuten sind, dann schneide ich das zusammen, ansonsten wird es eine eigene Folge. Ich moderiere mal vorsichtshalber ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Willkommen zurück zu Star Trek Online. Ich beam mir jetzt auf mein Schiff hoch und wahrscheinlich müssen wir sofort gegen Klingonen kämpfen. Wir haben hier gerade in einer Botschaft Botschafter befreit und... Hey, Moment, da ist noch was, das blinkt, das ist so eine Art Vorratsschrank. Da machen wir natürlich auf, bevor wir hochgehen. Zwei kleine Energiezellen. Die gebe ich dir. Das sind Verbrauchsgegenstände, sie sollen das Zeug auch verbrauchen. Ich bin kein Freund davon, solche Sachen im Inventar vergammeln zu lassen, ungenutzt, deswegen sollen sie es verwenden. Und, tja, gut, jetzt beamen wir rauf und stellen uns den Kampf. Das haben wir das letzte Mal schon gelesen, aber weil es eine neue Folge ist, lese ich es nochmal. Captain, die Sensoren zeigen mehrere Klingonschiffe in der Nähe. Es könnten noch weitere getarnte Schiffe in der Nähe sein.
ergeben, es könnte eine komplette Invasionsflotte sein. So, die Transporte sind bereit und warten auf ihren Befehl. Hochbeamen. Oh Mann, in den letzten beiden Folgen habe ich mich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich lag im Bodenkampf ständig am Boden und meine Mädels haben mich raushauen müssen. Und im Raumkampf hat sie mich auch ein paar Mal zerlegt. Enttarnen sich und machen ihre Waffen bereit. Ja, das war ja zu sehen. Gleich mal ein bisschen Geschwindigkeit und ja gut, es waren ein paar ordentliche Brocken dabei. Target Schädel, ja, unsere Schilde sind auch gleich oben. Energie drauf, noch mehr Energie drauf. Und sobald eins down ist, schaut es schon mal ganz schon viel besser aus. Jawohl. Zumindest nicht ganz so viel als bevor. Die Schilde verstärken. Und feuern, was das Zeug hält. Dann mal Angriffsmuster, diesen da. Und mach mal das getarnte Schicht sichtbar. Dafür habe ich nämlich Melaya extra ausgebildet, dass sie das kann. Und Antriebe war man nicht nötig. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Feindtor. Jawohl. Ja, das gefällt mir schon besser. Ich meine, wir haben ja ein neues Kampfschiff, ein fähigeres Kampfschiff, das bis zu Leutnant Commander taktische Stationen zulässt. Und immerhin hier zwei Stationen, jetzt ist konnte das alte alles nicht. Und mal irgendwo muss ja der Unterschied sein, ne? Aber offenbar hat das zur Folge, dass der Schwierigkeitsgrad der Gegner ebenfalls steigt. Also Anspruch der Kämpfe. Was ja nicht mein Schaden ist, weil anspruchsvollere Kämpfe sind attraktiver, machen euch auch mehr Spaß zum Zuschauen. Und was ist das gleich wieder? Auch mein Zugfeuern, das macht jetzt wahrscheinlich nicht viel Sinn, aber. Mal kurz die bessere Schildseite zubringen. Target Shield has failed. Was macht denn der eigentlich genau? Ich habe jetzt Ziele, Gegner, keine Ahnung, es scheint Schadensdebuff zu sein. Und mach mal deine Streu-Dinger da bereit und Streuung. Ja genau, die habe ich gemeint. Autsch, die tut meine Schinden überhaupt nicht gut. Und das Feuer nicht vergessen, Hilfsenergie und noch mehr Energie auf die Schilde. Und nicht sparen. Ich meine, in der letzten Zeit oft genug und dann möchte ich mir jetzt erst nicht weiter ersparen. Ja, aber Sir, wir werden den klingonischen Beruf. Ich leite es jetzt auf den Hauptschiff. Gegenstände nehmen. Sie kämpfen mit Kommando nicht so gut wie ein Klingone im Kampf. Ist uns niemand gleich. Ja, würde ich an den Stelle auch sagen. Das Botschafter Kass. Also das ist der Gute, ne? Ich bin der Botschafter des Klingonischen Reichskrass. Ich wollte die Kumpelmark auf Regulus besuchen. Jedoch führte ein weiterer Botschafter meines Reichs bewahrt ein vornehmes Haus, das mit meiner Familie verfeindet ist. Bivard hat diese Gelegenheit genutzt, um meinen Tod zu planen. Er steht hinter dem Angriff auf jede Diplomaten und wird für seinen ehrlosen Verrat mit seinem Blut bezahlen. Bivard ist in seinem Flaggschiff auf dem Weg von Kornos hierher. Er wird jeden Augenblick hier sein Commander und wir werden ihn gemeinsam bekämpfen. Kapla! Helfen Sie Botschafter, Kurs und so weiter. Alles klar, das übliche halt, die übliche Prügelei unter Freunden. Ah, das, gut. Belaya hat ja einen Skill, der auch befreundete Schilde wieder in Ordnung bringen kann. Den werde ich jetzt vielleicht sogar mal einsetzen müssen. Und Antrieb außer Gefecht setzen, erstmal die Ads erledigen. Das kennen wir ja schon von anderen Rollenspielen. Immer die Ads zuerst erledigen. Und wenn es einen Heiler gibt, dann den zuerst. In welchem Zustand ist er bewacht? Da scheint alles senkrecht zu sein. Sehr schön. Und die normalen Torpedos sollten eigentlich reichen. Gut. Schilde remodulieren, bin bereit. Der Kuppermark ist nicht echt, das Klingonische Reich wird niemals jemanden von der Sternenflotte beehren. Ja. Du mich auch. Da Hilfsenergie auf die Schilde. Dann, was macht das gleich wieder? Wenn wir es nur gleich lesen können. Hallo, ich möchte die Tooltip beschreiben.
plus 28 mal 4 Schild durch den der Energiestand Blutpuls. Achso, das ist ein Schadensbuff, den hätte ich jetzt eigentlich nicht schon gern. Und alles muss der Alpha und schon wieder reponieren und. Hallo, ich habe nicht gesagt, dass ich dich nicht angesehen haben will. Getan die Schiffe aus, finde ich mal. Dann, Botschafter mal mit der Energieversorgung. Und feuern, was das Zeug hält. Feuert in volle Streuung und raus damit. Genau, für solche Aktionen habe ich mir Zeit gelassen mit dem Spiel, bis ich ein besseres Raumschiff habe. Jo, dieses Mal haben sie anscheinend gewonnen, Commander Amakuni, aber es wird zwischen dem Klingonischen Reich und jeder Föderation keinen Frieden geben. Wer ist also der wirkliche Sieger hier? Weiß nicht. Unser Kampf hat gerade erst begonnen, Commander. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Und tschüss, du Lusche. Es scheint so, Auszeichnung halt nuancierte Vermittler. Das war nuanciert? Auf die Leute draufschießen ist eine nuancierte Vermittlung? Es scheint so, als ob... Also gut. Es scheint so, als ob Bivak geflohen ist, Captain. Zumindest konnten wir seinen Plan enträtseln. Und rettet den Leutnant Paris. Sie ist offensichtlich wichtiger für das Klingonische Reich, als sie weiß. System verlassen. Sie haben eine Aufgabe. Moment, nein. Die nehmen wir mit, das mache ich jetzt aber offscreen, damit belästige ich euch jetzt nicht. Bis gleich. So, die Anomalien sind eingesammelt. Wir verlassen das System. Ich möchte. Ja, gut, dann eben so. Ja, möchte ich. Ja, unser neues Raumschiff hat sich im Kampf durchaus bewährt, auch wenn ich mich in der letzten Folge stellenweise ein bisschen dusselig angestellt habe. Aber ich glaube, da kann das Raumschiff nichts dafür. Ich habe einfach vergessen gehabt, hier unten alles ordentlich herzurichten. Dann hatte ich vergessen, die Waffen auf Autofeuer zu stellen, also der grüne Rahmen hier, Rechtsklick halt. Und ist kein Wunder, dass da alles schief gelaufen ist. Geht's hier weiter. Die Kubamar. Leutnant Paris wird von einigen Klingonen verachtet und von anderen geradezu verehrt. Es ist eine schwierige Situation, aber sie tut ihr Bestes. Ich bin froh, dass sie da war, um zu helfen. Jede Menge Fertigkeitspunkte, jede Menge Expertise und Ausrüstung. Congratulations, Commander. Und Level 23, mein zweiter Level ab heute. Den ersten habe ich meine Dienstoffiziere beschert. Was gibt's denn bei Level 3? Ich erhalte Dienstoffiziere. Ja, gut, die halt. Waren hier gerade zu sehen, habe ich verpennt. Jetzt zum Glück habe ich es auf Video. Ja. Gut. Nochmal für die, die es vielleicht das letzte Mal nicht so mitgekriegt haben. Ich habe es letzte Mal für 225 Cent. Nein, jetzt nicht. Für 225 Cent. 125 zusätzliche Mannschaftsplätze gekauft. Diese 225 Cent habe ich in mehreren Wochen mit Dilithium verdient, also in-game erwirtschaftet. Und ich habe zwar gehofft, es würden sich die Plätze hier erhöhen, aber das war nicht der Fall. Trotzdem, es war kein Fehler, ich kann jetzt mehr Dienstoffiziere auf meinem Schiff haben. Und hatte ich jetzt hier nicht irgendwo. Nee, jetzt abgeschlossen. Ich wollte euch die F&E-Geschichte nochmal zeigen. Und zwar hier mit dem da. Vielleicht kann ich ja sogar schon einen Papieranzug erstellen. Hier haben wir verschiedene Ausführungen. Ich kann euch aber nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Bisher bin ich mit energiedämpfenden Panzern ganz gut gefahren. Ich könnte mal einen energienutzenden ausprobieren. Keine Ahnung, was das ist, aber wird in der Beschreibung schon dastehen. Was ist denn dafür notwendig? Davon eins kann ich nicht herstellen. Gut, muss ich mich ein anderes Mal davon mitbefassen, dazu brauche ich freie Dienstoffiziere. Dann, ja, war es das für... Hey, hier kann man einen größeren Vergleich sehen zwischen dem Anfängerschiff, das man zuerst hat, und dem dritten Schiff, das man bekommt, also dem größeren Squadschiff oder wie das heißt. Also das ist durchaus eine Hausnummer größer, aber ich glaube, ich habe weniger Besatzung, oder?
komme ich nämlich viel besser zu 100. Ich glaube, im ersten Schiff hatten wir 200, wenn ich mich noch recht erinnere, obwohl das kleiner war. Wahrscheinlich waren die Quartiere unkomfortabler. Gut, ganz kurz, Fähigkeiten kann ich wieder Punkte verteilen. Ich hätte gerne ein wendigeres Raumschiff. Impulstriebwerk, ist das Wendigkeit? Verbessert Geschwindigkeit und wendige Geschwindigkeit des Raums. Je höher die Fähigkeit ist, umso schneller bewegt und dreht sich ihr Schiff ein. Sonst die Werte, genau das will ich. Da tue ich jetzt mal klotzen und nicht kleckern. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn man sich so langsam dreht. Je schneller man sich dreht, desto schneller visieren die vorderen Waffen das Ziel an. Und da ich ja ein Kampfschiff habe, da sind offensichtlich die Waffen eher vorne als an der Seite montiert. Die wirklich guten Waffen, meine ich jetzt. Habe ich jedenfalls so einen Eindruck, wird sich zeigen, ob ich recht habe, wenn ich das Spiel eine Zeit lang spiele. Sollte man die Fähigkeit haben, sich möglichst schnell zu drehen. Also es ist jetzt der Eindruck, den ich gewonnen habe. 14.000 vergeben. Der medizinische Generator, der hat sich auch immer bewährt. 2 Punkte hier ran. Und dann die Feststrategie. Nee, Torpedo großflächig. 2 Punkte hier rein. Ist ja. Tarnmodul. Das kann sie eh gerade nicht verwenden in der Position, wo sie gerade ist. Dann müsste sie an die Stelle setzen, wo Eliza momentan sitzt. Dann könnte sie das verwenden. Also müsste ich praktisch tauschen. Dekorder kann Sensoren täuschen. Das kann sie auch gerade nicht. Aber den geladenen Partikelstoß, also den Skill, der getarnte Schiffe sichtbar macht, den hätte ich gern. Gut, da haben wir das wieder verteilt. Damit belasse ich es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.